Das ist Martin. Martin überlegt, wer am klügsten Updates auf alle Firmenserver hochladen kann. Na, was denkst du, Martin? Also, wenn ich mir vorstelle, das wären die Updates, dann sorgt Ocarino von Artix dafür, dass die Updates automatisch den schnellsten Weg zu dem Platz finden, an dem sie gebraucht werden. Und nach kurzer Zeit ist alles ordentlich und einsatzbereit. Das ist ja spitze und so einfach. Mal sehen, ob das für Rolf auch so einfach ist. Und das ist Rolf. Du Rolf, angenommen, das hier wäre ein Update. Wie bringst du denn die richtigen Updates auf die richtigen Server? Also, ich versuche erst einmal, die Updates den Servern zuzuordnen. Dann gebe ich dem mal dieses hier und das kommt dahin. Oder doch nicht? Und da? Da lege ich lieber keins hin. Nicht, dass nachher gar nichts mehr funktioniert. Okay, ich sehe schon, das ist nicht so leicht. Ich lasse dich mal ein bisschen grübeln. Und Martin, wie weit bist du mit den Updates? Ich starte jetzt das Patch-Management von Ocarino, sollte also alles gleich fertig und einsatzbereit sein. Um Himmels Willen, was ist denn hier passiert? Hier geht es ziemlich drunter und drüber. Immer das gleiche Chaos beim Updaten. Ich weiß schon, warum ich keine neuen Releases und Patches mag. Rolf, wie weit bist du eigentlich mit den Updates? Updates? Welche Updates?